so, damit hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde von Sims 2. Und ja, sie stand gleich im Bett, wo sie erfahren hat, dass ich komme, weil sie sich so sehr gefreut hat, weil ich schon lange nicht mehr da war. Und ja, genau. Ich muss erstmal jetzt hier wieder ein bisschen reinkommen. Ich könnte natürlich... Oh Gott. Ach du Scheiße. Griselda! Griselda, mach das Feuer aus! Ach du Scheiße, geht... Oh Gott, Entschuldigung. Geht das schon mal super los hier? Oh Gott. Tot? Nee. Scheiße, Telefon. Wir müssen die Feuerwehr anrufen, ne? Wir haben ja keinen Alarm-Dingsbums. Service, Feuerwehr. Oh Gott, der geht schon richtig rund. Vier war beschleunigen. Bleib ruhig, es kommt sofort jemand vorbei. Okay. So, Griselda, du hättest das alles auch. 1, 2, 3, du hättest das alles auch schon mal. Kommt jetzt vom Himmel? Gott, Scheiße, die Mann, hier geht es ja richtig zur Sache. Ach du Scheiße, ist einer von uns gestorben? Mein Gott, ist man mal ein paar Tage nicht da, ne? Also ein paar Wochen. Aber. Jo. Passiert jetzt gleich sonst was. Och nö, jetzt sind meine ganzen Möbel weg. Och Mann. Da fängt die Aufnahme. Wenigstens ein, was klappt hier. Das ist doch zum Kotzen. Ach du Scheiße, ist jemand hier von uns gestorben? Grabstein. Trauern. Ha, kommt wenigstens. Der ist tot. Ach, warte mal, ich kann das ja kontrollieren. Warte mal. Wir hatten hier zwei Weiber und zwei Männer. Ja, es ist einer von uns gestorben. Und das andere war Schwein. Oh, guck mal. Ja, ja, komm, mach mit, wenn du was willst. So, warte mal. Wir müssen jetzt hier erstmal gucken. Oh mein Gott, meine ganzen Kabeleien hier. Ich muss mich erstmal schnell ein bisschen... So. Ich stand auf dem Kabel und das hat geziebt und gedingst hier so nach... Ach, das ist schon was ich meine. Gut. Nö. Level 8. Level 8. So, entschuldigt, ich weiß, ich könnte es auch vor der Aufnahme probieren, aber ich da... Ach, guck mal, wir brauchen bloß noch einen Freund. Ich bin lieber so eine, ich starte das Spiel und es geht gleich los mit der Aufnahme. Ja. Oh, guck mal hier, genug gepennt. Es ist jetzt 20 Uhr. Wir könnten ja mal ganz kurz gucken. Mit dem brauchen wir uns nicht mehr anfreunden. Oh Gott, mit den zwei, glaube ich, ne? Ich glaube, ab 40 ist er das Freund, ne? Gut, da rufen wir einfach mal jetzt den Hector an. Oh, da Nils sie wieder. Udo. Ah. Mein Udo glaubt nicht nur, dass er besser ist als du, er weiß es einfach. Gut, jetzt haben wir die Chance, wir könnten Nils, Hector oder die Jasmine anrufen. Na gut, wir rufen jetzt einfach mal die... Was geht denn da unten ab? Ja, wir rufen jetzt einfach mal die Jasmin an. Oder den Hector, je nachdem. Mein Gott, dann scher dich doch ins Bett und geh duschen. Alter, ich kann doch hier nicht für alle jetzt hier den Mulli spielen. Einfach der zuerst kommt. Paola, Frieda, Petra, Ricci, Nils. Jasmin, wen wollten wir noch rufen? Nils? Den Hector. Ach komm, scheiß auf Mist. Wir rufen die Jasmin ein. Ob sie kommt, ist sowieso die andere Frage. Ich bin gerade mit meinem Kreuzworträtsel fertig. Wir müssen sowieso die anderen anrufen, tatsächlich, weil... Och Mann, wieso haben die denn hier keine Dusche? Och, ich kann doch hier nie alles schon wieder kurven. Ja, geh pullern. Ne? Ja, aber hingehen wollen, aber hier die Leute stören. Ja. Oh, du blöde Sau.
Egal, komm, da muss die Jasmin halt warten. Die Conny, ich kaufe mir dann erstmal eine Dusche, ey, das ist ja hin. Ich hasse Baden. Also jetzt in den Sims-Spielen, ich hasse so bei allen Sims-Spielen, weil die einfach ewig nicht fertig werden. Aber bei Duschen geht's rein, fertig, die Zeile voll. Und aber in der Wanne sind die ewigen 3 Tage. Und ey, das mal losgeht und blubbi blab. Oh, ich winke, ja, genau, liegt schon 3-mal hin, komm, egal. Ja. Ja. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfitzen, es tut mir leid. Und lass das Wasser drin, der nächste freut sich. So, pass mal auf, in der Zeit ist bestimmt die Jasmin weg. Oh Gott, Jasmin. Na klar. Jasmin ist weg. Okay, es ist 23 Uhr. Die Hoffnung besteht noch, dass wir eventuell noch jemand anderen anrufen könnten. Und zwar müssen wir uns jetzt aber sputen. Wir rufen jetzt einfach mal den Nils an. Ach scheiße, ich bin bescheuert. Brauchen wir doch gar nicht. Wir brauchen einen neuen Freund. Shit, wir brauchen ja einen neuen Freund. Guck mal, da kommst du mir eigentlich gerade gelegen. Mit den anderen sind wir ja schon befreundet. Ach, ich bin auch so dumm. Und? Sonst? Alles gut bei euch? Alter, minus 2? Schon wieder die Mäuse hier drin, ey. Das Spiel ist manchmal echt. Ich habe mich heute so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Dann nimmst du als allererstes. Komm, geh heim, Junge. Geh heim. Dampf ab, du Penner. Es ist für mich ein langer Aufnahmetag, denn. Ach du Scheiße, wir müssten vielleicht mal die ganzen Gerätschaften hier neu gucken. Vor allem haben wir auch mal was von der Versicherung wieder gekriegt. Nö, ne? Warum auch, ne? Guck mal, wer bist du? Griselda, Griselda! Oh Gott, wo rennen die denn alle hin? Conny. Ach, da ist die andere gestorben. Die Miss... Ich bin Miss Sexy. Die ist die gestorben. Na gut, okay, das nützt ja nichts. Ne? Im Krieg sterben nun mal Leute. Das ist nun mal ein hartes Pflaster hier bei uns. Genau, wie gesagt, ich habe heute einen langen Aufnahmetag vor mir. Ich nehme heute jede Menge auf. Und ich habe mir gesagt, Sims nimmst du zuerst auf, weil du da mal wieder richtig Bock drauf hast. Aber das hat sich gerade eben glatt erledigt. Wenn ich hier diese Headley sehe. Wir müssen auch gleich erstmal... Komm, hau ab, Mädel. Für die Küche neu kaufen. Der Sensenmann ist ja draußen. Theoretisch könnten wir die andere Olle wiederbeleben. Aber ja. Kack richtig ordentlich. Hände waschen wird überwertet, Leute. Jetzt muss ich die Scheiße bestimmt erstmal wegräumen, oder? So. Wir tun die aber einfach erstmal hier hin, weil wir schnell handeln müssen. Fort, mein Mädel. Du bist doch gerade erst aufgestanden. Ja gut, macht nichts. Da lassen wir die jetzt erstmal ins Bett gehen, weil die morgen auf Arbeit muss. Was die anderen Säue hier übrigens nicht mitbekommen. Oder auf die Reihe kriegen. Oh, ich gehe jetzt auch hier durchs Bad. Oh, ich bin Gangster. Okay, warte mal, wir gehen jetzt wieder zu der hier. Ah, komm, ist gut, Mädel. Komm, lass sein. Du bist nicht so witzig, wie du dir das vorstellst.
So, wir gehen jetzt einfach mal, wenn mir das einfach aufs Schwein geht, wenn die hier alle zum Pullern bringt. Naja, 100 Euro, 100 Simmelons. Ja, ja, die Dumme geht schon arbeiten morgen. So. Ja, ja, komm. Wir gehen jetzt, ach, die hat auch gelbe. Oh, das nervt ja ihn so sehr. Aber warte, bevor wir das tun, weil sonst vergesse ich das wieder. So, was? Ach, guck ihn mal. Ach, wir haben schon die Putzi angerufen. Gut, dann müssen wir als nächstes die Küchengeräte kaufen. Weil der Kühlschrank ging ja noch, ne? Es war ja bloß der Ofen, der abgefackelt ist. So. Und eventuell noch eine Theke. Spülmaschine, ja, die Spülmaschine kaufe ich auch mal mit. Oh. Das ist zum Verzweifeln. So, hau doch ab! Oh, komm mal hier, warte mal eben. Ja, wenigstens mache ich hier irgendwas mal ansatzweise. Es regt mich so auf, weißt du, die gehen nicht arbeiten. Oder ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge die Arbeiten geschickt habe. Muss ich selber erstmal gucken, tatsächlich. Aber es geht einfach bloß ums Prinzip. Die machen hier keinen Handgriff mit und gauzen dann rum, so nach dem Motto. Ne? Das ist. Ich den Tisch hier auch mal ein Stück weiter hinter? Ne, ich kann den gar nicht. Oh ja, doch. Ne. Gut. Okay, so. Was ist das jetzt für Müll? Kann ich die Urne hier eigentlich? Wir gucken mal, ob wir die verkaufen, beziehungsweise. Kann ich die jetzt hier nicht einfach verscherbeln? Ist mir egal, die kann trotzdem weg. Okay, gut. Super. So, wir machen jetzt hier Essen. Damit die Yoshina, wenn die nämlich erwacht und auf Arbeit möchte, möchte die ja bestimmt hier was Leckeres zu essen. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt hier alles angeklickt habe. Fleisch, Möhren waren dabei. Braten auf Chefsalat, Braten, komm. Nach dem Frühstück was Deftiges. Und ich weiß jetzt witzigerweise nicht, wer auf Arbeit muss. Oh, das klingt wie Yoshina. Oh, da muss ich aber mal schnell hin, weil die eben noch im Bett liegt. Aufstehen! Los! Die Libo! Die Libo! Oh, da kommt Frieda. So. Los, 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 du musst auf Wirke. Wirken musst du. Na, guck mal, wer da arbeiten geht. Wunderbar, die geht arbeiten. Ich kontrolliere, aber ich bleibe jetzt neuerdings immer hier stehen und warte. Oh, guck mal, was hier. Schlecht geschissen, wieso fährt der bei mir mit in der Libo mit? Muss ich schnell aufstoßen. Gut. Was hast du jetzt mit dem Essen gemacht, Mädel? Ach man, was hat die denn gemacht? Naja, gut. Wo ist der Stuhl? Ach, der Stuhl ist so abgebrannt. Und wieder was kaufen. Die Alte hat's ja. Leute. Aber wir machen jetzt mal was. Ach, was ist das? Hier geht's eh zu wie bei der. Ach, jetzt komme ich aber dort nicht ran. Gut. Dann müssen wir den Stuhl.
Warte mal, wir verkaufen den mal. Wir verkaufen auch die Couch hier. Ist mir egal. Und dafür kaufen wir einen Tisch. So. Den Tisch, den stellen wir hier hin. Ach, scheiße, ich habe so 5000, ey. Den Computer nehmen wir. Und wir kaufen einen Stuhl. Dann können wir uns mal richtig gönnen hier für 150 Euro. Oder Simulans. Und da könnt ihr hier vorne nämlich schön essen. Hast du überhaupt Hunger? Ist dir auch scheißegal, ne? Du könntest ja auch mal putzen, Mädel. Das regt mich wirklich so auf. Kein Schwein geht hier arbeiten von den verkackten Leuten, aber... nee, ich habe den globalen schon Jobs besorgt. So ist es ja nicht, aber... Oh, das ist ein Model. Guck mal hier, Karriere. Brauchst du 2 Points? Da machen wir dir gleich mal die 2 Points nach deinem Mampfen. So, ablegen. Ich glaube, hier draußen war... Genau. Und die... Stimmt, und die andere, die wollte... in der Karriere... in die Fähigkeit... Kreativfähigkeit ganz oben haben, wollte die Globe. Aber ich habe schon mehrmals in den letzten Folgen auch gesagt, ich möchte mich jetzt nicht um die Leute hier kümmern. Vielleicht schneide ich das so raus, wie ich mich um die... Griselda, mein Freund, das hat ein Nachspiel. So ein Penner! Ich kann ohne einfach liegen bleiben, wenn der Wecker klingelt. Die stellen sich, glaube ich, nicht mal ein. Bild verkaufen. Portrait. So. Hallo? Ein Pünktchen. Einer fehlt noch. Gleich geschafft. Ach, guck mal, da kommt die Putzi. Da hat sie die 2 Points. Dann muss sie denn auf Work sein. Ach, die hat... Entschuldigung, ich habe privat viel Sims 4 gespielt. Und da gibt es ja Montag bis Sonntag und da haben die mal in 2 Tagen frei oder so, je nachdem wie hoch du bist. Und ja, hier gehen sie ja durchweg arbeiten. Da könntest du dich mal ein Beispiel nehmen, diese Säue hier.